Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition, Enderal Edition. Wir waren in der Bibliothek letzte Woche, sind jetzt noch im Adelsviertel und müssen hier, bisschen nicht, ne, wollen hier noch jetzt die letzten. Schöne Pfeife, Friedenscout. Muss das Zeug so teuer sein? Die letzten Gebäude noch erkunden. Was es hier gibt, auch wenn mich wieder aufregt, dass es jetzt schon wieder Nacht ist. Sind wir zu schnell? Wachtmeister Rufus? Hallo. Okay. Pizza, Knobelkiste. Pizza, Nährlingstuch, Pizza zum Marktplatz, ne? Ja. Okay. Pizza, Knobelkiste. Interessant. Was ist das? Oh, schreibt, jawohl. Zeigt mir eure Ware. Aber sicher doch. Haben wir überhaupt irgendwas zu verkaufen? Blaue Quarz. Ja, stimmt, noch ein paar Schriftrollen. Aber das hier kann ich eigentlich auch verkaufen. Waffen. Ach ja, stimmt, ich hab klar, weil ich ja in der da unten waren ja so ein paar Leute. Wir wollten es mit mir aufnehmen. Ich nehme die Spitzenstahlpfeile immer, die wäre so als direkt und die Zwischenstufen kann ich eigentlich verkaufen. Dann habe ich nämlich einen richtig guten Unterhalt. Möge sein Licht euch leiten. Mega-Dinger, ne? Runde eines alten Volkes. Ein alter Dynamo. Ob ihr das wohl gefallen würde? Weiß ich nicht, aber ich hab ihn jetzt. Sah so wichtig aus. Essen! Hallo! Ich guck mich hier nur um. Hallo. Es ist interessant, dass die hinterherlaufen. Das gibt es in manchen Spielen nämlich nicht. Ich glaube sogar manchmal ist es bei Skyrim selbst so. Aber anscheinend, wenn man schnell ist. Kann man es trotzdem schaffen. Man muss halt nur nicht langsam sein. Oder dreist. Stahl, Tränke, Karten. Alles, was der wagemutige Abenteurer benötigt. Kommt und seht selbst. Ja, danke fürs Essen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Mundraub ein ganz normaler Diebstahl ist. Also, weil ich das weiß, ist das halt ein Klischee, was man... Oder eine Sage? Nee, wie nennt man das dann? Der Herr wird es euch ein Ehrturm halt. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen? Strafbar ist, ihr könnt... ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Ihr könnt von dem Betrieb eine Galerie leben? Dann... Hier ist sie. Die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Ja, wir können davon leben. Beziehungsweise konnten es. Selbst auf einem starkköpfigen Land wie Enderal gibt es Menschen, die Kunst schätzen und bereit sind, für ein gutes Gemälde zu zahlen. Sonderlich motiviert klingt er ja nicht. Nein, ich... Ach, es ist doch eigentlich sowieso egal. Mein Gefährte denkt, zusammen durch Ark zu laufen und willkürlich irgendwelche Leute anzusprechen, würde irgendetwas ändern. Aber das ist doch einfach idiotisch. Lange werdet ihr dafür nicht mehr haben. Was meint ihr damit? Schließt ihr? Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fass Groschen vor die Tür stellt, dann ja, höchstwahrscheinlich. Wisst ihr es? Ach, seien wir doch mal ehrlich. Enderal ist ein Loch, wenn es um Kunst und Kultur geht. Auf Kile reißen sich die Reichen gegenseitig die Gemälde aus der Hand. Hier hat man Glück, wenn man davon sein täglich Brot verdienen kann. Tja, und seit meine Mutter sich entschlossen hat, ihren Briefboten durch eine Prise Luft zu ersetzen, ist unsere einzige halbwegs stetige Einnahmequelle auch versiegt. Ach, eure Mutter ist Malerin.
Oh ja, und was für eine, das muss man ihr bei all ihrer Besonderheit lassen. Sie hat Erhabene aus dem Arker Oberviertel porträtiert. Und das auf eine Art und Weise, die ich nie verstehen werde. Was, wie meint ihr das? Was ist an den Bildern so besonders? Das ist schwer zu beschreiben. Sie hatten einfach etwas unglaublich Intensives an sich. Das trifft es vermutlich am besten. Deshalb wollte sich auch irgendwann jeder Adlige, der halbwegs was auf sich hielt, ein Bildnis von ihr malen lassen. Und war auch bereit, eine Menge dafür hinzublättern, was natürlich gut für uns war. Ihr meint, ihr habt den Kontakt zu eurer Mutter verloren. Wie meint ihr das? Naja, so wie ich es eben sagte. Seit einem Monat hört man nichts mehr von ihr. Und Gemälde schickt sie uns auch nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen, meine Mutter war schon immer etwas seltsam, was sich auch in ihrem Wohnort widerspiegelt. Sie lebt im Düstertal. Wisst ihr, ich komme viel herum. Vielleicht könnte ich bei eurer Mutter mal nach dem Rechten sehen. Das würdet ihr tun? Das wäre natürlich großartig. Aber ich warne euch gleich vor. Ich kann euch keinen Sold oder etwas bezahlen. Vielleicht kann eure Mutter ja ein paar Groschen locker machen. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, ich komme viel herum. Natürlich. Wer spaziert nicht mal von Zeit zu Zeit gern durch einen verfluchten Wald? Aber schön. Ehrlich gesagt wäre ich euch wirklich dankbar. Meine Mutter und ich haben nicht das beste Verhältnis, aber trotzdem. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ihr habt eine Karte bei euch, ja? Zeigt mal her. So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann, viel Erfolg und bleibt am Leben. Und danke. Ja, ne? Ich glaube, dass sich das trotzdem noch für mich im Endeffekt lohnen wird. Zum fetten Leoren. Der Herr wird es euch vergönnt. Och nein! In den Fesseln der Lust. Nein! Gelesen von dem Dichter. Einst stand ich auf den nassen Felsen. Das. Vor Nymphen aus vergangenen Zeiten. Sinnlich wie die süße Sünde verführen sie mich mit kecken Reizen. Lecker! Schmeckt wie Kirschen. Wie sie die Brüste an mich reiben, bringt mein Poetenherz zum Leiden. Weh, weh, weg, weg, weg. Sie schürzt die Lippen tief und rot, durchtrieben das Spiel, welch tiefe Not. Brachiale Lust. Mit starkem Willen, kaum noch Kraft, hab ich's dann schließlich doch geschafft. Bei Malfas, so ergreifend. So ergreifend, beschissen. Es ist ein, also, was zum Henker tut ihr da, wirklich? Düstere Schleier zwischen Feuer und Eis tanzen einsam. Wie ein alter Greis. Ja, kabum, peng. Was zum, bitte? In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz, so heiß, so kalt, welch Pein, Karatsch, Ahoi, Eieieiei. Aber das, beim rechten Weg, das ist ja unglaublich. Seit Jahren hat meine zarten Ohren kein größeres Glück ereilt. Sagt mir, schöne Frau, wo habt ihr das gelernt? Wer hat euch das Dichten beigebracht? Beim Kacken, so wie das klang. Niemand, ich bin Autodidakt. Oh, ein Selbstgelehrter. Beim Namen der Sonne. Malfas hat euch wahrlich mit Talent gesegnet. Sagt, darf ich euer Gedicht interpretieren? Wenn euer Gedicht so interpretiert wird wie das, was ich in dem Buch da letztens gelesen habe, dann reibt ihr mir aber meine Vagina so beim Interpretieren. Ich bitte darum. Na dann. Ich
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber spielt ihr in eurem ersten Werk mit dem tanzenden Greis zwischen Feuer und Eis vielleicht auf die soziosexuelle Vereinsamung alter Menschen in feudalen Gemeinschaften an? Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber das war der erste Gedanke, der mir dabei in den Kopf kam. Nein, der alte Greis zwischen Feuer und Eis, das ist der alte König in Game of Thrones. Kannst doch gar nichts. Ja, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Bei Malphas, und ich hatte schon Angst, dass die Metapher zu gewagt war. Nein, nein, gar nicht. Besonders bewegt hat mich die Lautmalerei in Zeile 4 und 6. Symbolisieren die gutturalen, brutalen Laute am Ende jeder Strophe vielleicht den hedonistischen, gewalttätigen Lebensstil der breiten Masse, während sie den vereinsamten Mann ignorierend ihren mundanen Bedürfnissen nachgeht? Genau so habe ich es gemeint. Was ist mit dem zweiten Gedicht? Was löst das in euch aus? Puh, das ist schwer. Für mich klingt es irgendwie wie die innere Stimme eines Mörders. Ja, genau. Er zelebriert darin seinen blutrünstigen Lebensstil. In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz, bis die Gerechtigkeit ihm abrupt ein Ende setzt, was abermals durch die symbolträchtigen Sterbelaute untermalt wird. Beeindruckend ist auch, wie ihr die ungerade Versanzahl benutzt habt, um die Disharmonie, die aus einem solchen Leben folgt, zu untermalen. Das war es doch, oder? Das habt ihr damit gemeint. Alter, der hat auch nicht gelernt, was eine Analyse aus der Schule bedeutet, ne? Wir wollen in einer Analyse nicht lernen, was der Dichter gemeint hat. Man schreibt das dann immer so, beziehungsweise es ist ja schon, glaube ich, nicht mal mehr richtig, wenn man schreibt, der Dichter meinte damit das. Es ist ja eine eigene Deutung. Es gibt ja zwei parallele Analysen von einem Gedicht und sie können beide richtig sein. Ihr seid unglaublich, ich hatte Chance, niemand würde meine Gedichte jemals verstehen. Tja, und wollt ihr etwas wissen? Das würden sie auch nicht. Sie verstehen es doch nicht einmal, wenn ich ihnen sage, ich sei Poet. Poet? Fragen sie dann, warum machst du nichts Handfesteres? Mittlerweile sage ich ihnen, ich sei Schankwirt. Das verstehen sie mit ihrem begrenzten Intellekt. Einfache Erklärungen, danach dürstet das Volk. Aber wisst ihr was? Eher will ich hungernd sterben, als in die Reihen dieser seelenlosen Schundliteraten einzugehen, die sich mit ihren banalen Geschichten eine goldene Nase verdienen. So wie dieser Jornas Schmied. Kennt ihr ihn? Banaler Batyrenmist. Aber dennoch steht er im Regal jeder Arker Adelsfamilie. Eine Schande ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist an Schmieds Geschichten so schlecht? Da fragt ihr noch? Wie kann etwas, was so vielen Menschen gefällt, denn kein Schund sein? Oh, ich will sterben! Ich will sterben, was ist das denn für einer? Ich meine, der heißt der Prinz. Das ist eigentlich schon schlimm, aber... Ah, dieser Mann! Nein! Bitte, schlitz mir die Kehle auf! Ihr meint, alles, was erfolgreich ist, kann nicht hochwertig sein? Natürlich nicht! Nicht jeder von uns ist nun mal von Malphas mit einem künstlerischen Intellekt gesegnet worden. Es gibt zwei Sorten von Künstlern, mein Fräulein. Die, die die Kleingeister mit Futter versorgen, mit dem sie sich klug fühlen können, und diejenigen, die mehr vom Leben wollen. Diejenigen, die ohne Gier nach Gold und Ruhm schaffen, einzig und allein dem Ruf der Kunst folgen. Ach, das ist ein Scheiß, ist das! Warum ist Miele erfolgreich? Miele ist hochwertig und erfolgreich, weil es so hochwertig ist. Manche Bücher können auch erfolgreich sein, weil sie so hochwertig waren. Was meinst du, weshalb so viele Gedichte von Goethe, Schiller, etc. oder Lieder von einer bekannten Komposition von Mozart bekannt ist, weil sie auch hochwertig sind, weil sie was Neues geschaffen haben? Weil nein, dieser Typ denkt nur, wer was Besonderes macht, der kann nur gut sein. Und der darf nicht erfolgreich sein. Sobald dein Buch erfolgreich wird, ist es scheiße. Meine Fresse, was ist das denn für ein Mensch? Ihr meint, dass nicht, dass Erfolg und Kunst sich auf einmal lassen. Das sehe ich anders.
Donnerwetter. Ihr seid für eure poetischen Gaben sehr beschränkt. Ich schätze, es wäre besser, wenn dieses Gespräch hier und jetzt endet. Bei Malfas! So, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt kacken gehen würdest, weil... In den Fesseln der Lust. Ein Mensch gelesen? Ist da. Was ist das denn für einer? Da ist sowas, riecht nur auf. Das sind so richtig so... Da kannst du... Oh, nee. Nee. Es geht einfach nicht. Das sind so richtig ekelhafte Menschen. Also wirklich ekelhafte Menschen. So, was kann ich hier nicht ablegen? Nein, nein, nein. Wieso? Ich kann es nicht nachvollziehen. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Achso, das habe ich noch. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Mhm. Zu wenig Wegestreue, zu viel koranischer Philosophie schon, wie die Menschen lesen. Ja. Die tragen die Nase so hoch, das ist... Ich meine, dieses Nase hochtragen sehe ich nicht als so dramatisch übermäßig schlimm an, sag ich mal, ne? Das ist... Wer möchte, darf das machen, ne? Aber du musst das halt immer in einem gewissen Rahmen haben. Hier ist nochmal geschossen. Nein. Was ist das denn? Das ist so ekelhaft. Was habe ich hier? Badehaus. Oh. Und okay, das wussten vermutlich viele Leute. Aber so viele Städte, die halt irgendwie sowas mit Bad im Namen haben, sind halt auch ehemalige Kurstätten gewesen. Wiesbaden, Bad Sohlen-Allendorf. Jawohl. Sowas. Die haben halt ihren Namen schon meistens in der Regel aus Gründen. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber warum fragt ihr nicht ein, euer 1000-Männer-Kohle-Mensch? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Ach so. Ja, nett. Na los, geht weiter! Ihr seid nicht von hier, was? Wildmagier im Sonnentempel. In letzter Zeit geht es hier drum. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Hof. Das muss man ihm lassen. Stell dir vor, ich würde die Kleidung klauen. Dann kennen wir ihn ja, ne? Oh, schwimmen! Hui. Schreitet wohl. Ach komm, wir sind vor wie so eine Sauna hier. War sein Bestes gegeben, um nicht aufzufallen. Aber ich wusste sofort, wenn du jetzt nicht aufpasst, ist es um dein Geld geschehen. Und ich sag dir was, der Mann kam sicherlich aus der Unterstadt, so wie der gestunken hat. Na los, geht weiter! Wie ein Bad aus Rosen. Ich sag's dir, glaub ich dir sofort. Die da unten tun doch eh nichts anderes, als ihr Geld zu versaufen und zu vögeln. Und dann wundern sie sich, wenn der Tisch abends leer bleibt. Ja, nicht wahr? Aber wehe, man sagt das in gediegenen Kreisen. Dann heißt es sofort, man sei unbarmherzig oder vorurteilsbehaftet. Ja, schlimm. Wirklich schlimm. Wie bist du dem Kerl überhaupt entkommen? Naja, ich hatte Glück. Ein paar Gardisten waren in der Nähe. Und als ich zu denen bin, ist der Malfas sei Dank abgedreht. Aber ich sag dir was. Irgendwann wird er seine dreckigen Griffel nicht mehr kontrollieren können. Und dann kann er sie allesamt vom Boden aufsammeln. Hoffen wir's. Na gut, ich muss jetzt weiter. Der Pater liest heute die Verse der Barmherzigkeit. Pass auf dich auf. Du auch. Schreit wohl. Barden. Ah, okay. Ja, in diesem Haus kann man nichts machen. Schade. Hatte ich jetzt mehr gehofft.
Und auch schon wieder so viele Charaktere mit Namen, ne, die zwar eine kleine Geschichte erzählt haben, aber wo du keine Story rauskriegst aus den Personen. Das ist so schade. So. Je, was? Jerais Haus? Aha. Oh. Oh. Na, komm schon. Verflixt und zugeschraubt. Verdammt noch ein. Na sowas. Besuch. Wie schön. Was wollt ihr? Seid ihr wegen des Aushangs da? Ja, ihr sucht Assistenten für eure Arbeit? Was für ein Aushang? Na großartig. Und ich dachte schon, jemand hätte ihn ausnahmsweise mal gelesen. Aber nein, solange es nicht um Minnesang und schöne Frauen geht, interessiert das natürlich niemanden. Ich suche einen Abenteurer. Jemand, der bereit ist, eine äußerst dringliche Aufgabe für Horst und mich zu übernehmen. Horst? Ja, Horst. Und nein, das ist nicht mein imaginärer Freund, sondern dieses prachtvolle Exemplar endraleischer Schmelzkunst und sternlingscher Genialität hier neben mir. Mein persönlicher Centurio und bald mein neuer Körper. Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Diese Maschine, dieser Horst, ist das euer neuer Körper? Ja, Stahl statt Fleisch, Energie statt Blut. Weg mit dieser unnützen Hülle und ihrer jämmerlichen Vergänglichkeit. In Horsts Körper werde ich ewig leben. Ihr wollt euch also mit dieser Maschine was verbinden? Wie soll das gehen? Ach, das würdet ihr nicht mal verstehen, wenn ihr 15 Jahre bei mir in Lehre gewesen wärt. Stellt es euch einfach so vor, dass ich mein Bewusstsein, meine Seele in die Maschine übertrage. Ich werde zu ihr. Apotheose, so nennen die Gelehrten aus Kyra das. Der Aufstieg des Menschen zu mehr, zu einer Gottheit, um eure Worte zu verwenden. Übrigens die einzig sinnvolle Antwort auf das, was auf der Welt momentan passiert, wenn ihr mich fragt. Wie meint ihr das? Ach, roter Wahnsinn, Tod der Lichtgeborenen. Man muss kein Magister sein, um zu sehen, dass etwas in dieser Welt passiert. Sie geht den Bach runter. Und anders als der Heilige Orden mit seinen neuerdings nerimesischen Magierfreunden, halte ich nichts davon zu versuchen, dererlei Bedrohungen einfach wegzubeten. Wir müssen uns ändern, wir menschlichen Wesen. Die Apotheose, die Auflösung des Organischen, ist der erste Schritt dahin. Verstehe, und wie kann ich euch helfen? Dies und das. Erledigungen, eine helfende Hand. Dinge, für die eure groben Hände besser geeignet sind als die meinen. Zuerst einmal müssen wir meine Assistentin wiederfinden, Patira. Eure Assistentin ist verschwunden? Wohin? Ich schätze mal, sie ist mit einem regenbogenfarbenen Einhorn nach Alt-Hinter-Aranat geflogen. Ich weiß nicht, wo sie ist, sonst würde ich euch doch nicht um Hilfe bitten. Zur Vollendung braucht Horst noch etwas Bestimmtes, eine Art Steuerungseinheit. Wir haben recherchiert und herausgefunden, dass Dalmarak und seine Kohorten in Talgard mit ähnlicher Maschinerie experimentiert haben. Tja, und obwohl ich eigentlich ein, zwei Söldner als Geleitschutz mitschicken wollte, bestand Patira darauf, alleine zu gehen. Und siehe da, oh Wunder, natürlich habe ich seither nichts mehr von ihr gehört. Was ist dieses Talgard? Talgard ist ein Ort, den eigentlich nur erfahrene Abenteurer oder eben selbstmordgefährdete Idioten bereisen. Wie kann ich das möglichst kurz zusammenfassen? Dalmarak, sagt euch der Name was? Das war ein Arkanist, der vor rund 2000 Jahren lebte. Damals plante der Orden, eine zweite große Stadt zu bauen, dort, wo sich heute Goldenforst befindet. Malaf, so sollte sie heißen. Und sie sollte Ark in ihrer Glorie ebenbürtig sein. Aber wie sich herausstellte, war die Gegend ziemlich unfruchtbar. Und kaum 3 Jahre nach der ersten Gründung riet der Orden, die Siedlungen wieder zu verlassen. Und wie das nun mal so ist mit eitlen Persönlichkeiten, gefiel das Dalmarak gar nicht. Malaf war sein Traum. Und deshalb begann er mit immer gefährlicheren Mitteln daran festzuhalten. Eines davon war das Sonnenrad,
Eine alte, pyräische Konstruktion, die aus Wüstenboden Graslandschaften machen können sollte. Und tja, den Rest könnt ihr euch denken. Eines Nachts gab es einen grellen Lichtblitz und seither ist Talgard verpestet. Außer ein paar Tieren und den Sonnengeborenen lebt dort niemand mehr. Goldenforst war anfangs auch davon betroffen, aber hat sich mittlerweile wieder erholt. Also ist Patira allein nach Talgard gereist, ist das nicht gefährlich? Doch, natürlich. Aber sie wollte es sich nicht ausreden lassen. Ihr wisst schon, Typus einsame Wölfin und so weiter. Wenn ihr Patira findet, wird das nicht zu eurem Nachteil sein. Und wenn ihr die Steuerungseinheit für Horst gleich mitbringt, gibt es einen Aufschlag. Hier, ich zeichne euch den Ort, an dem Patira das Expeditionslager errichten sollte, auf der Karte ein. Und sterbt bitte nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst Horst jemals zum Laufen bekommen soll. Mhm. Ja, hört sich doch interessant an. Was haben wir hier? Okay. Aha. Haben die hier irgendwas zu essen? Vor allem ist hier einfach die ganze Zeit irgendwie überall was zu essen, aber ich kann halt nichts nehmen. Tomaten, Orangen, Käsestück, noch mehr Käse. Honig, Krustenbrot, Käse, Käse. Okay, hier ist doch ein bisschen viel. Mhm. Zumindest genügend, was mir erstmal reichen sollte. Die Reichswerkstatt. Was haben wir denn da? Ich weiß, wir haben Überlänge, aber ich will dieses Haus noch abschließen in dieser Folge, deswegen mache ich das jetzt einfach. Ah, ist halt voll die Dwemer-Architektur hier, ne? Interessant aber. Nicht uninteressant. Ja doch, ja doch. Nicht uninteressant. Aber viel gibt's da nicht. So, ja, das war's schon. Ich würde sagen, schade, den Apfel kann ich nicht stehlen, macht aber nichts. Das ist ja nur dieses eine kleine Ding. Wir machen jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.